Hallo, ich bin Tayo von den Do It Tayo Lifehacks und in diesem Video zeige ich dir einen Lifehack bzw. einfach ein Hausmittelchen, wie man so diese lästigen Rückstände von Sonnencreme aus der Kleidung wieder rausbekommt bzw. aus den Badehosen und Bikinis und Swimwear und was auch immer. Ganz oft ist es nämlich so, eben besonders bei Sonnencreme, dass man diese Flecken mit dem normalen Waschen nicht mehr aus der Kleidung rausbekommt. Und schon gar nicht, indem man die Kleidung einfach anhat und damit ins Wasser geht. Haha, so spielt sich das leider nicht. Weil ich meine, es ist doch schon irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn man da mit so einer Badehose oder Bikini oder was auch immer herumgeht und dort so ein weißer Klicks irgendwie mitten am Schritz klebt. Das weiß zwar jeder, dass hoffentlich, dass es Sonnencreme ist, aber das muss ja nicht zu sehen sein. Ich würde sagen, ich höre mal gleich wieder auf zu schlafen und wir beginnen mit dem Tipp. Solche ekelhaften, eingetrockneten und auch faserschädigenden Sonnencreme-Rückstände zu entfernen, reicht es in den meisten Fällen leider nicht aus, sie einfach mit der normalen Wäsche zu waschen oder eben gar direkt damit ins Wasser zu gehen und die Sache ist erledigt. Nein, so spielt sich das leider nicht. Da gibt es einen super tollen Lifehack bzw. einen Spezialtrick, mit dem das ganz leicht und vollkommen rückstandslos wieder rausgeht. Genau genommen gibt es sogar drei Hilfsmittel, die dabei sehr gut helfen. Zum einen wäre da mal der Weichspüler, ein Haarconditioner oder, was mein Favorit ist, weil es einfach am mildesten und am sanftesten und trotzdem am effektivsten ist, Babyshampoo. Muss natürlich nicht die Bübchen-Prinzessin-Rosa-Lea-Variation sein. Du nimmst dir etwas warmes Wasser zur Hand, entweder direkt ins Waschbecken oder ich hier jetzt für die Videozwecke so eine Schüssel. In diese Schüssel aus Kunststoff oder ins Waschbecken gibst du dann eben entweder den Weichspüler, den Haarconditioner oder so wie ich das mache, das Babyshampoo rein. Gut. Nur nicht geizen. Darin wird dann das Kleidungsstück, die Badehose, der Bikini oder was auch immer eingelegt und schön eingeweicht. So ein bisschen durchkneten. Das Ganze lässt du nun für einige Stunden so verweilen, dass sich die Flüssigkeit schön in alle Fasern verbreiten und eindringen kann. Nach den paar Stunden wandert das klatschnasse Kleidungsstück. Wir pressen es ein wenig aus und das Waschbecken wird mit warmem Wasser mit Handwäsche ausgewaschen, was ich aber für Wasserverschwendung halte. Oder direkt in die Waschmaschine zur normalen Kleidung dazu. Das mache ich jetzt. Und voilà, zack, zack. Wunderschön, wie neu. Das war's auch schon wieder. Wenn dir dieser Lifehack gefallen hat, empfehle ich dir einfach mal bei meinen anderen Lifehacks und Tipps vorbeizuschauen. Vielleicht ist da ja auch noch etwas anderes Passendes für dich dabei. Ja, und du weißt schon, nicht aufs Kommentieren, Abonnieren und oder Liken vergessen. Würde mich freuen. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.